Einen recht schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste. Ich habe heute die Ehre und ich darf Sie im Namen der Universität der Großregion heute recht herzlich begrüßen zu der Veranstaltung heute. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen einer ganzen Vortragsreihe. Und zwar der Name der Vortragsreihe lautet Migration und Flüchtlingsfragen, grenzüberschreitende und interdisziplinäre Perspektiven einer europäischen Herausforderung. Ein langer Name, dahinter verbergen sich aber viele interessante Einzelvorträge. Einen davon hören wir heute, sage ich gleich mehr dazu. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich auch recht herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der Universität der Großregion, die das möglich gemacht haben, die im Hintergrund die organisatorischen Strippen gezogen haben. Auch ein herzliches Dankeschön an die Technik hier im Raum, denn wir haben heute nicht nur Zuhörer hier im Saal, sondern wir haben auch Zuhörer zu Hause an den Bildschirmen, nämlich diejenigen, die diesen Vortrag zu Hause verfolgen per Livestream und auch die Gelegenheit haben, schriftlich Fragen zu stellen, die wir dann später in die Diskussion einspeisen können. Ihnen allen möchte ich unseren heutigen Referenten vorstellen, Johannes Kopp. Viele von Ihnen kennen ihn schon. Er ist Professor hier an der Universität Trier. Er ist Inhaber der Professur für Soziologie und empirische Sozialforschung. Und Sie sind seit 2013 in der Großregion, also hier in Trier. Davor haben Sie verschiedene Stationen durchlaufen, in Deutschland verschiedene Universitäten. Sie waren in München, Sie waren in Bonn, in Mannheim, in Chemnitz waren Sie zuletzt und so weiter. Und Sie haben auch sehr zahlreich publiziert, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, auch aus Zeitgründen, aber ich denke, es ist erwähnenswert, dass Ihre Einführung in die Grundbegriffe der Soziologie jetzt in diesem Jahr in der 11. Auflage schon herauskommt. Ich denke, das ist auf alle Fälle erwähnenswert. Und Sie arbeiten im Bereich der Regionalforschung, im Bereich der Familiensoziologie, wie gesagt auch in der allgemeinen Soziologie. Und Sie arbeiten mit Ihrem Team an Ihrem Lehrstuhl auch an einem dringenden Problem. Und das führt uns eben zum heutigen Vortrag, zu dem Problem, dass kaum Informationen oder auch nur unzureichende Informationen vorliegen über Flüchtlinge und Asylsuchende. Das heißt, unzureichende Informationen über Bildungsstand, über Familienverhältnisse, über Qualifikation etc. Sie gehen da sicher noch wesentlich weiter drauf ein. Und ich denke, damit im Zusammenhang steht dann auch Ihr Engagement im Rahmen des Netzwerks Flüchtlingsforschung. Wäre schön, ich finde es sehr interessant, diese Initiative. Es wäre schön, wenn Sie ein paar Worte dazu vielleicht noch sagen könnten im Vortrag oder in der Diskussion. Das können wir ja dann sehen. Heute wollen Sie uns auf alle Fälle einen Einblick geben, wenn ich es richtig verstanden habe, in Ihre konkrete empirische Arbeit. Sie werden methodologische Fragestellungen anschneiden, auch ganz forschungspraktische Probleme, die Sie im Feld, die Sie in der ganz konkreten Arbeit antreffen oder angetroffen haben. Und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Ich möchte noch Ihren Titel nennen. Der Titel lautet Who Are You? Sozialwissenschaftliche Forschung im Zusammenhang mit der aktuellen Situation von Flüchtlingen und Asylsuchenden in der Bundesrepublik. Und damit übergebe ich Ihnen das Wort. Bitte schön. So, jetzt müsste das mit der Technik hoffentlich funktionieren, wenn ich das verstanden habe. Vielen Dank auch an die Kollegen, die versucht haben, mir das zu erklären. Dreimal. Herr Willner, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung, die ja eigentlich schon den halben Vortrag vorweggenommen hat mindestens. Aber ich erzähle es nochmal, das soll ja den Lernerfolg dauerhaft auch ein bisschen erhöhen. Ich möchte mich zuallererst auch für die Einladung bedanken, das fand ich ausgesprochen nett. Auch die ganze Initiative, diese Universität der Großregion, halte ich für eine wirklich sehr schöne und spannende Idee. Und ich glaube, gerade solche Vorträge zu konkreten Fragen können vielleicht das auch noch bekannter machen, als es eventuell manchmal ist. Ich freue mich, dass doch so viele hier sind. 2/3 der Hochschulleitung, das ist ehrt mich sehr und setzt Erwartungen hoffentlich nicht allzu hoch an. Ich bemühe mich. Wir haben bislang in dieser
Vortragsreihe ganz unterschiedliche Vorträge aus unterschiedlichen Feldern gehört, Regionalforschung, Genderbereich, Geschichtswissenschaften. Die Bitte, hier was vorzutragen, war konkret derart, ich soll doch einen Überblick auch über soziologische Perspektiven auf diese, ja, damals wie heute, also damals heißt vor einem knappen halben Jahr, wie heute hochaktuelle Fragestellung geben, und das tue ich gerne. Nun ist gerade auch in Anbetracht der Heterogenität der bisherigen Vorträge, also fachspezifischer Heterogenität der bisherigen Vorträge, sicher auch die Vorkenntnisse und die Erwartungen sehr, sehr unterschiedlich. Und ich muss mich gleich mal dafür entschuldigen, dass ich vielleicht ab und zu hier Eulen nach Athen trage. Aber die Drachmen sind ja immer dann noch was wert, auch wenn sie viele sind in Athen, hoffe ich zumindest mal. Sie haben es gerade schon gesagt, ein Aspekt, und ich vermute, dass zumindest auch ein Motiv für diese Einladung bestand darin, dass wir vor einem guten halben Jahr dieses Forschungsprojekt Who Are You hier versucht haben zu initiieren. Ich möchte auch den Mitgliedern sozusagen der Forschungsgruppe, gerade Rüdiger und Nico, ganz herzlich danken. Wir das alles hier zusammen letztendlich eigentlich machen. Ich erzähle das zwar hier, aber das ist wie immer, steht man, wie heißt das, auf den Schultern von Riesen bei solchen Sachen. Oder zumindest machen wir das hier doch sehr kooperativ. Und das ist auch eine Art und Weise, in der ich Forschung doch eigentlich sehr schön finde. Zumindest bei Menschen in meinem Alter weckt dieser Titel, Who Are You, ja vielleicht Erinnerungen an das ein oder andere. Bei mir hat es das zumindest. Wir kamen zuerst auf den Titel und dann fiel mir ein, dass es dort ja mal ein Musikstück gab, beziehungsweise eine Popband, wie das heute vielleicht nicht mehr heißt, aber trotz alledem. Diese vier jungen Herren, also in der Zwischenzeit gar nicht mehr jungen Herren, höchstwahrscheinlich, kommen aus England, sind The Who, und die haben, glaube ich, 1978 ein Stück veröffentlicht, das heißt Who Are You? Ich dachte, ich habe mir ganz kurz überlegt, ob ich das hier mit anspiele, aber das war mir technisch einfach zu kompliziert. Dann dachte ich, die meisten Leute kennen das eh nicht mehr und interessiert es höchstwahrscheinlich auch nicht, sondern schütteln dann immer nur den Kopf über die alten Männer mit ihren altmodischen Musikvorstellungen. Bis ich dann gestern gelernt habe, dass offensichtlich sämtliche CSI-Serien mit Who-Stücken beginnen, was mir fremd war, aber dann kennen es vielleicht doch mehr. Ist aber auch egal. Ich hatte ganz kurz mir auch überlegt, ob ich sozusagen die Art und Weise, wie ich Forschung mache, ein bisschen umändere für diesen Vortrag, und dachte, anstatt dem üblich empirisch-quantitativen machen wir ein bisschen Tiefenhermeneutik und betrachten uns beispielsweise mal dieses Bild, was man hier so alles sieht, und versuchen daraus Anschlüsse für die ganze Debatte zu machen. Na, wir haben hier viele Steckdosen, da könnte man sich über die Anschlussfähigkeit von Flüchtlingen auslassen. Das mache ich nicht. Ist nicht meine Baustelle, kann ich auch nicht so richtig. Deswegen mache ich was anderes. Die Idee für dieses Projekt entstand, wie gesagt, im Spätsommer, Herbst 2015, als die Zahl der Flüchtlinge in der Bundesrepublik ja rasant angestiegen ist, als auch die politische Diskussion darüber rasant angestiegen ist. Und vor allem auch die öffentliche Debatte über diese Thematik immer stärker wurde. Übrigens auch die öffentliche Hilfsleistung. Das muss man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man gerade in den letzten Monaten Wahlergebnisse und Umfragen sich anschaut und sich eventuell Gedanken macht über, wie soll ich sagen, einen deutlichen Rechtsruck in der Bevölkerung. Es gibt und gab andere Tendenzen, und das sollte man nicht vergessen. Was es aber vor allem gab und immer noch gibt, ist eine vollkommene Unklarheit über die Frage, wer sind, sag ich mal, die eigentlich? Wer sind die Flüchtlinge? Sind das die Gebildeten? Sind das die Ungebildeten? Sind das Junge? Sind das Alte? Sind das Familien? All das braucht man aber, um vernünftig sozialpolitische Maßnahmen treffen zu können, um Integrationsarbeit in einer vernünftigen Art und Weise leisten zu können. Wir müssen wissen, wer hier ist, um irgendetwas tun zu können.
Derartige Informationen lagen letztlich eigentlich nicht vor. Und ich dachte mir dann, da im Oktober, wir uns in der Arbeitsgruppe, naja, es gibt ja so viele Soziologinnen und Soziologen, da wird es ja schon was geben. Ich habe mich deshalb unter anderem in dieses Flüchtlingsnetzwerk angemeldet und mal rumgefragt. Das ist eher allerdings ein Netzwerk von Menschen, die in der Praxis arbeiten und dort bewundernswerte und lobenswerte und gute Arbeit leisten, aber weniger ein Netzwerk, das sich mit analytischen Ideen auseinandersetzt. Ich habe dann versucht, zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Soziologie mich zu erkundigen und bekam dort von der Sekretärin, einer sehr netten, kompetenten Dame, die Antwort, ja, das klingt aber spannend, aber wir wissen auch nicht, ob es da was gibt. Nun, wenn man das nicht weiß, dachten wir uns, dann fangen wir doch einfach mal an. Und diese Vorstellung, diese Idee, was wir hier an eigenem Projekt machen, sollte oder steht auch im Mittelpunkt dessen, was ich Ihnen heute hier vorstellen möchte. Es sind letztlich eigentlich drei Punkte. Ich möchte, wie gesagt, zum Stand der soziologischen Forschung ein bisschen informieren. Dazu gilt es vorab mal zu klären, über wen und was wir hier eigentlich sprechen, weil auch das geht in der öffentlichen Debatte sehr, sehr häufig ganz, ganz wild durcheinander. Und gleich vorneweg, ich quäle Sie nicht mit irgendwelchen juristischen Feinheiten, die unter uns gesagt ich auch nicht so ganz verstehe, sondern es geht um das große Ganze. Und dann werden wir letztendlich hier zwei Perspektiven betrachten. Das sind einerseits Einstellungen zu Flüchtlingen und Asylsuchenden der sogenannten autochthonen Bevölkerung, wie das so hübsch heißt. Der Begriff ist etwas seltsam, kommt aus der griechischen Mythologie. Autochthon war ein Sohn Poseidons, wie ich gelernt habe in der Zwischenzeit, was mir diese ganze Sache wieder sehr, sehr sympathisch macht. Ne? Es geht letztendlich um die einheimische Bevölkerung. Ne? Autochthon heißt der Erdentsprungene. Ne? Schon relativ deutlich werden, welches Bild da dahinter steckt, welche Bevölkerung hier eigentlich gemeint ist. Das sind dann nicht immer Erdentsprungene, aber das ist was anderes. Ne? Einheimische Bevölkerung ist auch hier ein seltsamer Begriff, aber ich glaube, wir wissen sehr gut, über was wir hier eigentlich sprechen. Es gibt ja einen ganz reichen Fundus an Arbeiten aus der Vorurteilsforschung, aus der Migrationssoziologie etc. Was es allerdings, zumindest fand ich das zum damaligen Zeitpunkt, relativ selten gab oder gar nicht, ist ein Blick auf die sogenannte Allochtone, also auf die Migrationsbevölkerung selbst. Wir wissen wirklich nicht, wer das ist. Aber, wie heißt das so hübsch, Wissen ist Macht, ne? Wissen ist Aufklärung und ich bin zufälligerweise mal, ich schäme mich ein klein bisschen dafür, in diese Fernsehsendung beim Zappen hineingekommen. Ich glaube, das heißt, muss ich selber überlegen, ich habe es vergessen, das finde ich eigentlich eine Gnade, dort heißt das Faktencheck, ne? Kommt irgendwie im ARD, ich habe vergessen, wer das ist. Hart aber fair, so heißt das, genau. Da gibt es immer einen Faktencheck hinterher, da wurde ich ja auch schon mal eingeladen zu Familienfragen und ja, das war seltsam. Wie auch immer. Nun, über wen sprechen wir eigentlich? Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Ich habe Ihnen hier einfach mal, das ist relativ ungeordnet. Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Na, wir haben es mit Menschen zu tun, die einen Migrationshintergrund haben. Das war bis vor 10, 15 Jahren relativ unklar, was damit eigentlich gemeint ist, bis das Statistische Bundesamt das einfach mal festgelegt hat, was sie unter einem Migrationshintergrund verstehen. Das macht auch Sinn, sozusagen. Menschen, bei denen mindestens ein Elternteil als Nichtdeutscher hier in Deutschland gelebt oder geboren ist. Ne? Also die mindestens einen Elternteil haben, der entweder als Nichtdeutscher hier in Deutschland lebte oder hier eingewandert ist, dann haben sie derartige Sachen. Vielfach sind das natürlich über lange, lange Zeit der Migrationsgeschichte hinweg Arbeitsmigranten gewesen. Ne? Wir haben spätestens seit den 1980er, 90er Jahren vor allem ganz, ganz viele sogenannte Spätaussiedler. Der Michael Schönow sitzt hier, der da
doch einen nicht kleinen Teil seines Lebens mit der Erforschung dieser Menschen verbracht hat, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben Asylsuchende, Kriegsflüchtlinge, wir haben geduldete Personen, Kontingentflüchtlinge. Das alles sind immer sehr, sehr unterschiedliche Personengruppen, die in der öffentlichen Diskussion häufig sehr, sehr schnell in einen großen Topf gemischt werden. Wenn man die ersten Reaktionen, zumindest soweit ich sie verfolgt habe, nach den Silvestervorfällen in Köln betrachtet, dann wurde das immer in diese Kriegsflüchtlinge-Asyldebatte hineingezogen. Soweit man darüber informiert ist, sind das aber eher Zweit- oder Drittgenerationsmigranten, die in den entsprechenden Kölner Vororten lebten und dann eben dann ja am Bahnhof waren und die Dinge getan haben wohl, die dort vorgefallen sind. Ich denke, das einzige Sinnvolle, wenn man sozusagen all diese Dinge gemeinsam betrachtet, ist natürlich aus den entsprechenden Erfahrungen dieser unterschiedlichen Personengruppen, Arbeitsmigranten oder Migranten, die es ja auch schon vor der Bundesrepublik gibt. Ne? Ich glaube, er ist nicht im EM-Aufgebot oder spielt Podolski jetzt doch für die deutsche, spielt er noch, ich weiß es nicht, ist auch egal, für die deutsche Nationalmannschaft, ist ein polnischstämmiger Mensch im Ruhrgebiet, ne, die alle so um die Jahrhundertwende aufs 20. Jahrhundert hin in den Bergbau da in die Gegend gezogen sind. Ne? Diese Dinge zu betrachten und mit zu berücksichtigen, macht aus dieser Perspektive Sinn. Im Mittelpunkt der heutigen Diskussion, das, was ich Ihnen erzählen wollte, steht aber letztlich eigentlich diese kleine, ja, eben nicht kleine Gruppe, diese Gruppe von Kriegsflüchtlingen, die alle, um diesen Status zu erlangen, allerdings erstmal einen Asylantrag stellen müssen, ihn aber zumindest aufgrund der Tatsache, dass sie Kriegsflüchtlinge sind, nicht bekommen. Das ist explizit, Bürgerkrieg ist kein Asylgrund. Da kann man sich drüber streiten und unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist einfach die juristische Lage, soweit ich das sehe. Wenn wir das betrachten, und ich will das nur ganz kurz machen, dann haben wir bei uns in der Bundesrepublik ungefähr ein gutes Fünftel von Personen, die mit dieser statistischen Definition einen Migrationshintergrund haben. Da gibt es Unterschiede und Feinheiten. Ich bin immer so ein bisschen am Überlegen, ob sozusagen meine Kinder einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Meine Frau ist eine in Deutschland geborene griechische Staatsbürgerin, allerdings die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Meine Kinder haben zwei Pässe. Ja, höchstwahrscheinlich haben sie einen Migrationshintergrund, vermute ich einfach mal. Ich überlege mir gerade, ob meine Enkel dann einen Migrationshintergrund hätten. Höchstwahrscheinlich ja, weil meine Frau ja hier auch mal als Griechin in Deutschland lebte. Sie sehen, das ist alles, auch nicht immer alles sehr trennscharf. Menschen, ich wohne in Mannheim, wenn Sie dort in die entsprechenden Viertel gehen, dann haben wir teilweise Viert- und Fünftgenerationsmigranten, die sind als Kinder von Deutschen in Deutschland geboren und sprechen Türkisch als einzige oder fließende Sprache. Ne? Die haben nach dieser Definition keinen Migrationshintergrund. Ist auch gar nicht so wild. Was ich sagen will, ist, es ist eine sehr große Gruppe. Ne? Ein anderer Aspekt ist die Frage der Asylsuchenden. Und ich habe hier, und um Himmels Willen, die Zahlen muss man nicht lesen können. Ist auch nicht Sinn und Zweck der Aktion. Was man sieht, ist, dass seit den 1970er Jahren es solche Wellenbewegungen gibt. Es gab eine sehr große Zahl an Asylanträgen, sage ich mal, nach 1990, was ganz viele Ursachen hat, vor allem natürlich auch den Krieg in Ex-Jugoslawien, muss man ja dazu sagen. Man sollte die Zahlen auch mit Vorsicht genießen, weil das sind sozusagen die Asylanträge, die registriert sind. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des BAMF geben sich hier, glaube ich, alle erdenkliche Mühe, aber trotzdem dauert das natürlich etwas, bis derartige Leute sozusagen in diesen ganzen Prozess dann auch wiedergespiegelt werden. Kommen wir zum ersten, sage ich mal, inhaltlichen Teil, nämlich zu den Einstellungsfragen. Ich habe mich hier hauptsächlich auf Veröffentlichungen gestützt, die in letzter Zeit gut zu finden sind. Ganz viele Studien finden sich beispielsweise von der Robert-Koch-Stiftung finanziert. Das hier sind die wahrgenommenen Fluchtursachen einer Allensbach-Befragung. Jetzt kann man sich lange über die Stichprobe bei Allensbach unterhalten. Das will ich gar nicht tun. Und man sieht, dass natürlich Bürgerkrieg als Fluchtursache eine der größten
wahrgenommenen Ursachen ist. Erstaunt hat mich der letzte, vielleicht gar nicht gut zu lesende Balken mit 22%, weil sie Verbrechen in ihrem Heimatland begangen haben. Da habe ich doch mal mich sehr gewundert, was das eigentlich bedeutet. Wesentlich interessanter an diesem Aspekt ist dann die Frage, wer hat eigentlich denn überhaupt Kontakt zu derartigen Asylsuchenden und Flüchtlingen? Und man sieht, das sind hier relativ wenige. Es haben einen privaten Kontakt zu Asylbewerbern, sind gerade mal 5%. Hier unten haben wir noch ein paar mehr, das sind 11%, die beruflich Kontakt dazu haben. Wie immer das dann auch definiert ist, ich vermute, die Verkäufer in den entsprechenden Supermärkten zählen da auch dazu. Letztlich würde ich diese Zahlen immer so interpretieren, dass eigentlich der überwiegende Teil der Bevölkerung so gut wie keinen Kontakt und wenn man sich die Ursachen anschaut, außer groben Vorstellungen, auch keine wirklich tief fundierten Vorstellungen darüber hat, was Flüchtlinge hierher getrieben hat. Das hindert Menschen nicht daran, durchaus, hoppla, Moment, wo bin ich? Hier bin ich. Daran Einstellungen zu haben, wie man das Asylrecht verändern sollte. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2014. Ich vermute, dass das Bild heute noch negativer sein würde. Hier sagen immerhin 59% der Befragten, Deutschland sollte strengere Regeln für die Aufnahme von Asylbewerbern haben. Worauf sich das denn auch immer gründet. Und was vielleicht mit eine Motivlage sein mag, mehr Aufklärung zu betreiben und mehr Faktenwissen zur Verfügung zu stellen. Das ist die eine Seite der politischen Einstellung. Es gibt eine andere Seite, die dankenswerterweise in der entsprechenden Untersuchung auch zu sehen ist. Da geht es um die Hilfsbereitschaft der entsprechenden Bevölkerung. Und man sieht, dass es doch einen sehr großen Anteil, man ist in einzelne Handlungsweisen aufgeführt, wie Leuten geholfen werden kann. Es kommt grundsätzlich in Frage, Asylbewerber mit Sachspenden zu unterstützen, dabei helfen, Deutsch zu lernen, bei Behördengängen zu unterstützen und so weiter und so fort. Wenn man das zusammenfasst, und dann schlägt mein methodisches Herz natürlich wieder höher. Die Kollegen haben eine Faktorenanalyse durchgeführt, die lädt wunderbar auf zwei Faktoren. Wir haben etwas, das nennen die konkrete Hilfeleistung, wie eben Sachspenden. Und es gibt etwas, das nannten sie abstrakte Hilfeleistung, politische Unterstützung. Das sind so Bereiche wie hier unten, einen Leserbrief in einer Zeitung schreiben etc. Wenn man das zusammenfasst, dann sieht man, dass insgesamt mehr als 2/3 der Bevölkerung dazu bereit sind, Asylbewerbern in irgendeiner Art und Weise, meistens konkret, das ist dieses Ockerfarbene, oder beides, oder dann eben nur abstrakt politisch Unterstützung zu gewährleisten. Das deckt sich natürlich auch mit den Bildern, die wir aus dem letzten Herbst haben, wenn man an den Münchner Bahnhof denkt, oder wenn man mal in irgendeiner dieser Kleidersammelstellen des DRKs oder wo auch immer war, wo sich zeitweise wirklich die Mitarbeiter kaum mehr retten konnten vor entsprechenden Spenden. Das setzt sich aber auch durch, dieses Bild, wenn Sie eine neue Studie vom Hessischen Rundfunk angucken, die Infrarist DIMAP durchgeführt hat, gibt es eine moralische Verpflichtung zur Flüchtlingsaufnahme. So haben wir auch hier wieder über 70% der Leute, die sagen, wir haben eine moralische Pflicht, derartige Flüchtlinge aufzunehmen. Auf der anderen Seite finden wir doch auch relativ viele Menschen, die sich Sorgen machen mit dieser Flüchtlingszuwanderung. Das heißt, es ist immer eine relativ ambivalente Einstellung, die wir hier wiederfinden. Das sind bundesweite Befragungen. Wir haben eine ähnliche Befragung im Herbst letzten Jahres hier im Landkreis Bitburg-Brümm durchgeführt, was nicht immer ganz einfach war, derartige Befragungen durchzuführen, beziehungsweise in derartige Befragungen Fragen zu Asyl und Flucht aufzunehmen. Wir hatten sehr, sehr
umständliche, sehr, sehr lange Diskussionen, ob man die Bevölkerung denn fragen darf, ob sie Ängste, Befürchtungen oder auch Hoffnungen mit der großen Zahl von Flüchtlingen verbinden. Es gab Argumente, dass eigentlich die Bevölkerung ja keinerlei Ängste hätte und wir nur durch diese Fragen diese Ängste provozieren würden. Ich muss sagen, das halte ich für ein sehr, sehr hochgegriffenes Vertrauen in die empirische Sozialforschung, dass wir die Welt derart nur mit allein danach Fragen ändern. Ich würde das nicht teilen. In manchen Dingen bedauere ich das, dass das nicht so ist, aber in aller Regel ist es ja auch ganz gut so. Dann hat uns dann, ja, ich muss schon fast sagen, erlaubt, ne, die Bevölkerung danach zu fragen, ob sie Ängste und Befürchtungen hat, und haben insgesamt 6 Aspekte aufgeführt. 3 Furcht vor höherer Kriminalität, vor großen kulturellen Unterschieden oder vor zu vielen Flüchtlingen in Nähe des Wohnorts, aber auch 3 Hoffnungen, die man mit der zunehmenden Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern verbinden kann. Eine bessere Auslastung der Infrastruktur beispielsweise, was gerade in ländlichen Bereichen sicher ein Problem ist, eine Erhöhung der kulturellen Vielfalt und überhaupt das Zurverfügungstellen von entsprechenden Arbeitskräften. Wenn man diese Daten entsprechend analysiert, Bitburg, dann kann man 4 Gruppen unterscheiden. Wir haben eine Gruppe von gut 20%, die sich weder Hoffnung macht noch Befürchtung. Die sagt, die Situation ist letztlich unverändert und sie machen sich darüber keine großen Gedanken. Wir haben doch über 30%, die häufig Sorgen nennen. Im Schnitt werden dann 2 dieser 3 Bereiche dann auch genannt. Es gibt einige wenige, 10%, die mit den Flüchtlingen sozusagen nur die positiven Aspekte verbinden. Und es gibt, das deckt sich ein bisschen mit den Zahlen, die ich vorher genannt habe, die größte Gruppe mit gut 35%, die sowohl Hoffnung wie Sorgen durch die zunehmende oder höhere Zahl von Flüchtlingen haben. Erstaunlicherweise, und das ist immer das Schöne, wenn man die Daten sozusagen selbst hat und man sie auch multivariat oder zumindest mal ein bisschen tiefer analysieren kann, es gibt so gut wie keine Alterseffekte. Es ist also nicht so, dass mit zunehmendem Alter die Befürchtungen steigen und die Hoffnungen sinken. Überhaupt nicht. Es gibt einen schwachen, aber immerhin bedeutsamen, statistisch bedeutsamen Effekt des Geschlechts. Und zumindest auf den ersten Blick mich etwas überraschend, dass Frauen hier die, soll ich das sagen, liberaleren Einstellungen haben, also auch deutlich weniger Befürchtungen äußern als die Männer und mehr Hoffnung als Männer. Das ist die eine Seite. Aber wie gesagt, das ist die Seite, die ich eigentlich jetzt nicht so wahnwitzig spannend finde. Also andersrum, die andere Seite finde ich wesentlich spannender. Das ist nämlich die Betrachtung der allochthonen Bevölkerung. Ne? Wer ist das eigentlich? Ne? Um den wirklich teilweise diffusen Befürchtungen entgegenzutreten, die man da teilweise in der Presse um die Jahreswende oder sagen wir mal um die Jahreswende, nicht kurz vor der Jahreswende gelesen hat, wurden Zahlen genannt, dass sozusagen mit jedem syrischen Flüchtling nochmal seine Frau und die 15-köpfige Großfamilie vor der Tür stände. Und dann wurde das hochgerechnet und dann waren wir mal schnell bei 8 Millionen Menschen. Und dann hat man gesagt, dass das ja überhaupt nicht ginge. Also um all dem ein bisschen entgegentreten zu können, braucht man Informationen. Ne? Man braucht Aufklärung und Aufklärung braucht Fakten. Und dann ist das ja immer wieder genau die Baustelle, in die ich immer wieder trete. Das Mittel, um derartige Fakten für gesellschaftspolitische Diskussionen zur Verfügung zu stellen, ist empirische Sozialforschung. Ne? Wir sind die Aufklärung. Ich kann es nicht anders sagen. Wir alle, die hier empirische Sozialforschung betreiben. Na? In jedem Sinne. Und dazu habe ich zufälligerweise wieder mal in ein altes Büchlein geblättert, was vielleicht der ein oder andere von uns älteren Anwesenden hier noch zu Hause hat. Oder vielleicht dann von seinen Eltern. Die Worte des großen Vorsitzenden Mao Zedongs.
Dort gibt es einen Abschnitt, der heißt Zahlen im Kopf haben. Und er schreibt, man muss die quantitative Seite einer Situation oder eines Problems beachten. Man muss quantitative Analysen vornehmen. Denn ansonsten macht man, so Mao, unvermeidlich Fehler. Nun, Mao hat selbst viele Fehler gemacht, wie wir heutzutage wissen. Insofern sollte man das nicht auf die Goldwaage legen. Aber ich fand das dann doch spannend, dass mir das noch wieder in die Finger gefallen ist. Nun, die Situation, die empirische, ist extrem schwierig. Es gab dazu eine ganze Zeit lang eigentlich keine vernünftigen Daten. Und ich wollte Ihnen bis vor 14 Tagen dann vorstellen, was man so aus den wenigen Dingen herausfiltern kann, die es da gibt. Und vorstellen, was wir in unserem Projekt erheben wollen. Aber aus vielen Gründen, auf die ich noch zu sprechen kann, erst in 14 Tagen beginnen zu erheben, weil Forschungsprojekte dauern immer länger und sind immer komplizierter, als man denkt. Und selbst wenn man das einberechnet, dauert es dann noch mal länger. Vor 14 Tagen fiel mir recht zufällig, aber nein, zufällig war es natürlich nicht, ich habe danach gesucht, eine kleine Broschüre des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des sogenannten BAMF, in die Finger, die zum ersten Mal wirklich quantitative Daten präsentiert haben über die Flüchtlinge, weil wir wussten schon von unseren auch Studien und Untersuchungen und Besuchen in den entsprechenden AFAs beispielsweise, dass dieses Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derartige Informationen erhebt. Aber wir haben dann auch gesehen, wie das war, als wir im Dezember in der AFA unten am Verteilerkreis waren, waren das, wie soll ich sagen, erschreckende Zustände. Auf dem einen Tisch lag wirklich mannshoch die Asylanträge, auf einem kleineren Tisch nebenan, aber auch so hoch, aber das sind natürlich ein bisschen dünner, die ausgefüllten Fragebögen, mit Kugelschreiber ausgefüllten Fragebögen dieser Befragung. Ich dachte ja immer, wir hatten dann auch angefragt, ob wir die Daten kriegen können, auch in dem Original. Nee, geht alles nicht, machen Sie nicht. Jetzt, am 17. Mai, also genau vor 14 Tagen, gibt es eine Broschüre, in der diese Information, die Befragung der rund 400.000 bis 500.000 Asylsuchenden, in der ersten Grundauszählung veröffentlicht wurde. Diese Zahlen werde ich Ihnen noch mal ganz kurz präsentieren. Auch vielleicht, ich war ja dann ganz kurz frustriert und dachte, mein Gott, jetzt gibt's das alles, was machen wir denn in unserem Projekt? Haben wir ja gar nichts mehr zu tun. Es gibt doch einiges zu tun. Ich habe dann doch noch viele Punkte gefunden. Nun, das allererste, das wusste man allerdings natürlich auch schon ein bisschen vorher, ist, wer ist das eigentlich? Woher kommen denn diese Asylbewerber? Und was wir hier sehen, die größte Gruppe sind die Syrer, wir haben hier Afghanen und Iraker, also es sind wirklich die Personen, die natürlich aus diesen Kriegs- und Krisengebieten kommen. In der Zwischenzeit sind die Daten auch, also der Time-Lag zwischen hier auf ankommen und im System verarbeitet sein, ist in der Zwischenzeit so kurz, dass diese Daten, glaube ich, durchaus zuverlässig sind. Wie gesagt, mehr als 3/4 der Anträge kommen aus diesen Krisengebieten. Nun predige ich meinen Studierenden ja seit, ich weiß es nicht, gefühlten 55 Jahren, nie 3D-Tortendiagramme. Deswegen habe ich die Daten übertragen, das fand ich dann sinnvoller. Ne, man sieht kleinere Unterschiede einfach deutlich besser. Ne, ändert aber nichts am Gesamtbild, was wir davon haben. Schwierigkeiten hat man natürlich auch bei derartigen Daten. Wir haben hier natürlich die Großgruppe der Flüchtlinge aus Syrien. Wenn man allerdings bedenkt, dass in Syrien im Jahr 2010 es mehr als 1 Million Flüchtlinge aus dem Irak gab, die da teilweise schon seit 10, 15, 20 Jahren leben, ist mir ein wenig unklar, ob das wirklich immer so trennscharf ist. Man kann sich natürlich fragen, ob es immer trennscharf sein muss an dieser Stelle. Aber trotz alledem. Ne? Der zweite Punkt ist dann natürlich, wen haben wir denn alterstechnisch hier? Und auch hier gibt es Informationen aus diesen BAMF-Daten. Wir sehen hier Männer und Frauen, auf die Geschlechtsverteilung komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Wir haben doch relativ viele junge Leute. Wenn man das ein bisschen anders darstellt,
in letztendlich eigentlich auch einer Diagrammform, wo wir Studenten in irgendwie prüfungsrelevanten Arbeiten mindestens eine halbe Note abziehen würde, weil das vollkommen unübersichtlich ist, aber trotz alledem, haben wir hier die Altersgruppen und man sieht, dass doch 50 und mehr Prozent der Leute unter 27 sind. Da oben haben wir alle Herkunftsländer, hier haben wir die wichtigsten, das ist Syrien, Afghanistan und den Irak. Ne? Teilweise hier weit über 60% bis zum Alter von 27. Das heißt, Flucht ist natürlich Flucht von Jungen hauptsächlich. Ne? Aus Eritrea sind das sogar mehr als 3/4. Wenn wir uns die Geschlechterverteilung betrachten als nächstes, so sehen wir, dass nicht immer sind Vorurteile falsch, ne? Dass Flucht nicht nur eine Flucht von Jungen, sondern natürlich eine Flucht ist, die überwiegend auch von, oder ja doch überwiegend auch von Männern betrieben wird. Ne? Wir haben insgesamt bei den Gesamtflüchtlingen 73% Männer, wir haben bei den Syrern sogar fast 80%, bei den Afghanen sind es 3/4 und was hatte ich hier noch, aus dem Irak sind es ebenfalls 3/4, das unterscheidet sich nicht. Ne? Viele dieser Menschen, die hier zumindest den Asylantrag gestellt haben, sind dann aber auch wieder verheiratet. Ja? Wobei zumindest aus den Daten, die momentan vorliegen, nicht klar ist, ob sozusagen die Familienangehörigen separate Asylanträge gestellt haben, ob die hier schon drin sind, das ist in diesen Daten nicht zu sehen. Interessant ist sozusagen der blaue Balken, das sind die Verheirateten. Ja? Wir haben keine Infos zur Familiensituation. Wir wissen nicht, wo beispielsweise die entsprechenden Familienangehörigen sind. Sind die bereits hier in der Bundesrepublik? Sind die auf der Flucht? Oder sind die noch im jeweiligen Herkunftsland? Das sind Zahlen, die einfach nicht vorhanden sind. Ein weiterer Aspekt ist die Bildungssituation. Und auch hier zur Interpretation ganz einfach, je weiter links der Balken ist, umso höher die Bildung, blau ist Hochschule, rot ist Gymnasium. Und wenn man diese beiden Balken sozusagen zusammenfasst, dann sieht man, dass doch immerhin unter den syrischen Flüchtlingen mehr als die Hälfte, 53,6%, entweder im Gymnasium oder Äquivalentes, weil die haben natürlich ein anderes Bildungssystem, besucht haben, das allerdings bei den Irakis und den Afghanen deutlich geringer ist. Hier unten, wo es dann insgesamt nur 28% sind. Gerade zu dem Bereich gibt es sehr, sehr heterogene Informationen. Es gab mal eine Untersuchung des IFO-Zentrums für Bildungsökonomie, was aufgrund der PISA-Untersuchung, die bei der einer der letzten PISA-Untersuchungen auch Syrien mit dabei hatte, einen sehr, sehr hohen Grad von schlechter Bildung berichtet hat. Also mindestens die Hälfte, die nicht mal über eine rudimentäre Schulbildung verfügt hat. Es gab dann andere Befragungen, zum Beispiel des UNHCRs, die Flüchtlinge auf der Flucht befragt hatten und dort einen extrem hohen Bildungsgrad festgestellt haben. Das sind die ersten verlässlichen Daten. Man kann wirklich sagen, wenn diese Angaben halbwegs valide sind, dann haben wir es doch mit relativ gut gebildeten Flüchtlingen aus Syrien zu tun, die ja doch die große Masse immer noch herstellen. Ein weiterer und letzter Aspekt aus dieser Studie ist dann die letzte berufliche Tätigkeit. Man muss sagen, dass nur 60% der Asylbewerber, die hier befragt worden sind, es waren alle über 18, die hier befragt wurden, überhaupt erwerbstätig sind. Allerdings sind natürlich gerade bei denjenigen, die vielleicht noch im Bildungssystem stecken, natürlich ganz viele drunter, die eben nicht erwerbstätig waren. Und was wir hier sehen, ist ein sehr, sehr buntes Feld an beruflichen Qualifikationen, ne? Wo eigentlich kaum irgendetwas vernünftig überwiegt. Ne? Gerade bei den großen Gruppen der Syrer sind diese Balken sich doch relativ ähnlich. Über 40% fallen allerdings auch hier in diese sonstige Kategorie.
gerade wenn es um Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen geht, ist natürlich eigentlich auch ganz wichtig, wie lange dauern denn derartige Prozesse? Dazu möchte ich Ihnen noch als letztes sekundäres Bild hier sozusagen eine Studie des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung in Nürnberg vorstellen, in dem man, finde ich zumindest sinnvollerweise, Flüchtlinge und andere Migranten und deren Berufseinstieg miteinander verglichen hat. Natürlich müsste man da nochmal nach Qualifikationen unterscheiden. Und man sieht, dass Flüchtlinge eben einen sehr langsamen, relativ langsamen Übergang in die Berufswelt finden. Nun, zum Schluss, zum etwas längeren Schluss allerdings, möchte ich Ihnen gerne noch vorstellen, was wir hier eigentlich tun. Das Problem dieser BAMF-Studie war letztendlich erstens die Datenzugänglichkeit. Zweitens, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn wir hier in der Region wirklich Informationen brauchen, die regionale Tiefe, die wir einfach überhaupt nicht haben. Und schließlich, und das halte ich für was ganz Essentielles, gerade wenn man die Daten empirisch untersucht, die bislang fehlende Möglichkeit, die Analysen multivariat durchzuführen, um wirklich Einflussfaktoren herauskristallisieren zu können. Und schließlich, und das ist ein Punkt, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, haben wir auch keinerlei Informationen über die Pläne und Zukunftsvorhaben der Asylsuchenden und Flüchtlinge in diesen BAMF-Daten. Und das ist ja, wie wir aus vielfältigen Erfahrungen gerade wissen, aus den Kriegsflüchtlingen, haben die teilweise doch extrem hohe Rückkehroptionen. Auch Arbeitsmigranten hatten eine hohe Rückkehroption, aber bei denen waren es zum Großteil Rückkehrfiktionen. Ne? Also Arbeitsmigranten hatten immer die Idee, ins Heimatland zurückzukehren. Wie gesagt, meine Frau ist Griechin, kommt aus so einer Familie. Die Realisierung sieht immer anders aus. Fahren dann alle 3 Monate im Sommer in Urlaub nach Griechenland, wenn sie in Rente gehen, aber sind selbstverständlich bei ihren Familien, die dann alle hier in Deutschland leben. Was wir brauchen, das war unsere Vorstellung, war eben diese Notwendigkeit der sozialstrukturellen Beschreibung, vor allem Qualifikation, die Binnenperspektive der Leute selbst und eine regionale Perspektive. Wenn wir Integrationsmaßnahmen evaluieren wollen, geht es da natürlich auch um kleinräumliche Begleitforschung. Wir haben dann lange hin und her überlegt, wie wir das Ganze gestalten, hatten verschiedene unterschiedliche Vorstellungen und Ideen entwickelt, wie denn so ein Design aussehen könnte. Wir waren zuerst in den AFAs und haben uns überlegt, dort die Leute sozusagen zu interviewen und zu befragen. Das erschien uns dann aus vielfältigen Gründen einfach auch nicht machbar. Zumindest die Situation, die wir zum Jahreswechsel angetroffen haben, hat sowas eigentlich nicht zugelassen. Auch die extreme Fluktuation, die man da teilweise beobachten konnte, machte das Ganze schwierig. Ein Random Sample ist hier in dieser Sache eigentlich letztlich auch nicht möglich. Die Idee, die wir hatten, einfach auch aus anderen Kontakten, war in einem Landkreis, nämlich hier im Landkreis Trier-Saarburg, alle Asylbewerber mit einer gewissen Bleibeperspektive, das sind nämlich die, die dann auf die entsprechenden Gemeinden auch verteilt werden, hier zu befragen. Die Idee ist, das sind so rund 1400, 1700, das schwankt auch immer ein bisschen. Ne? Dankenswerterweise hat die Kreisverwaltung uns die entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt. Dankenswerterweise hat die Caritas und andere Organisationen uns auch die Wege dann zu den, oder wird uns die Wege dazu öffnen. Wir werden keine Face-to-Face-Interviews durchführen, weil dafür ja der Aufwand einfach und die Sprachkenntnisse extrem schwierig sind. Wir haben uns für eine schriftliche Befragung entschieden, eine schriftliche Befragung in verschiedenen Sprachen, mit Unterstützung eben durch Sozialarbeiter, aber auch durch unsere Studierenden. So eine Untersuchung ist nicht einfach, so eine Untersuchung ist nicht billig, aber so eine Untersuchung ist letztlich eigentlich auch nicht teuer. In der ersten Idee hatten wir mal so eine Größenordnung, die gerade so den fünfstelligen Bereich kratzte, uns anüberlegt und haben ganz verschiedenste Institutionen um Unterstützung angefragt. Es wäre ein eigener Vortrag,
Und ich weiß nicht, ob dieser eigene Vortrag nicht voller Bitterkeit und anderen Emotionen wäre, darüber zu berichten, mit welchen Argumenten teilweise hier Unterstützung nicht gewährt wurde. Sie sind vom Land. Wenn das Land das interessiert, dann soll das Land das auch zahlen. Weil die Uni ja eine Landesinstitution ist. Wir haben schon genug Geld für Flüchtlinge ausgegeben. Was soll man da nochmal was ausgeben? Und so weiter und so fort. Also ich fand das teilweise sehr seltsam. Erfreulicherweise hat das Ministerium für Integration uns immerhin einen Betrag zur Verfügung gestellt, mit dem wir die Fragebögen übersetzen könnten. Nach langem Hin und Her war auch das Bistum bereit, uns zu unterstützen. Auch dafür sind wir dankbar, weil wir für alles dankbar sind. In der Zwischenzeit gibt es, auch das haben wir festgestellt, natürlich auch andere Aspekte, andere Bereiche, die sich diesen Thematiken zuwenden. Es gibt von der TU Chemnitz organisiert eine große Befragung in Sachsen. Es gibt, das wird im Herbst höchstwahrscheinlich ins Feld gehen, eine Sonderstichprobe des sozioökonomischen Panels. Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie die das machen. Man findet nicht so richtig viel Informationen dazu. Nun, um was geht es uns? Uns geht es um diese Aspekte. Ich habe noch 10 Minuten, habe ich da so in der Größenordnung? Ja, dann passt das wunderbar. Wir müssen gar nicht unbedingt auf alles eingehen. Ne? Aber wie sieht deren Familienstruktur eigentlich aus? Wo sind die entsprechenden Menschen? Wie sind ihre Kenntnisse wirklich im Einzelnen? Welche beruflichen Qualifikationen und Ausbildung haben sie? Bei allen Schwierigkeiten, die zu erfassen, welche beruflichen Erfahrungen haben diese Leute? Wie sehen ihre Netzwerke aus? Haben die vielleicht hier Verwandte, Bekannte, die bereits irgendwo in der Bundesrepublik leben? Es gibt ja auch seit noch ein paar Jahren sogenannte Kontingentflüchtlinge. Das sind relativ wenige, wenn man sich die Größe von Syrien betrachtet. Ich glaube, das ist im Bereich so von 20.000 bis 30.000 Personen, die sozusagen hier aus humanitären Gründen leben. Sind das Leute, die irgendwelche Netzwerkbeziehungen haben? Was wir auch nicht wissen, ist, welche Art von religiöser Orientierung wir da haben. Sind das Muslime? Sind das christliche Minderheiten? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle, auch für weitere Perspektiven? Wie sieht deren Motivation und Befindlichkeit aus? Wie geht es diesen Menschen hier eigentlich? Darüber weiß man, zumindest soweit ich das sehe, erschreckend wenig. Es gab ja immer wieder Informationen, jetzt in den letzten Wochen, über die Gesundheitskarte für Asylbewerber, wo der Ärztetag, muss immer den Nick Rüdiger angucken, weil ich das nicht so genau weiß, der Ärztetag sich dafür ausgesprochen hat, aber ansonsten, das ist, glaube ich, keine durchsetzbare Alternative ist. Die ärztliche Versorgung ist extrem schwierig, was eher am System als an den Ärzten oder an uns jemand liegt. Wenn man sich diese Personen anschaut, die in dem Landkreis hier leben, dann spricht gut die Hälfte Arabisch, ungefähr ein Fünftel Farsi oder Dari, 12% Albanisch. Wie viele Deutsch, Englisch oder Französisch sprechen, wissen wir noch nicht, wie gut die Kenntnisse sind. Viele sind ja jetzt doch schon eine Weile hier. Ob das vielleicht auch reicht, die ganzen Interviews in Deutsch, Englisch oder Französisch durchzuführen. Wir werden den entsprechenden Fragebogen in diesen 6 Sprachen zur Verfügung stellen und hoffen, dass eine zumindest so weit beherrscht wird, dass man vernünftig uns antworten kann. Die Themengebiete gehen von der Demografie über den Familienstatus mit verschiedensten Aspekten, Aufenthaltsort des Ehepartners, der Kinder, der Eltern, weiterer Familienangehöriger, von Freunden und Bekannten, über natürlich Bildung und Beruf. Ne? Wir fragen auch nach Dauer der Schulbildung. Das hat das BAMF ähnlich gemacht. Da stand zwar Gymnasium, aber das Gymnasium war alles, was eine bestimmte Zahl an Schuljahren hinter sich hat. Bei allen Problemen, die sowas eventuell mit sich bringen kann, aber das ist durchaus die international gängige Art und Weise, sowas zu operationalisieren. Sprach- und Kenntnisse und Berufserfahrung, aber natürlich auch hier, ich habe es nochmal gesagt, aufgelistet, was wir wirklich von den Leuten eigentlich wissen wollen über Zufriedenheiten und Gesundheit.
Und, das hatte ich vorher nicht erwähnt und ist ein ganz wichtiger Aspekt, sind natürlich die Perspektiven. Welche Pläne haben diese Menschen mittelfristig hier? Welche beruflichen Vorstellungen, auch nachdem sie die ersten Erfahrungen hier gemacht haben, wie das vielleicht einfach aussieht? Welche Wünsche an ihre eigene Ausbildung oder Weiterbildung haben sie? Wie sieht die Bleibeorientierung aus? Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, von den Menschen, die aus Bosnien und dem Kosovo hergekommen sind, in den 1990er Jahren, sind relativ rasch 90, 95 und mehr Prozent wieder zurückmigriert nach Ende des Bürgerkriegs. Es gibt ja leider keinerlei Anzeichen dafür, dass das in Syrien irgendwie mal zu Ende geht. Aber die Frage ist natürlich, gibt es denn da überhaupt Rückkehrwünsche? Das wissen wir einfach alles nicht. Wie sieht denn die bevorzugte Wohnregion aus? Wären die bereit, auch dauerhaft sozusagen hier in der Großregion zu bleiben? Das ist ja durchaus was Interessantes. Ich habe mich vor 3-4 Tagen mit einem Kollegen über das Thema unterhalten und dann ging es dann auch darum, dass natürlich man immer ja wieder diskutiert, macht es denn dann überhaupt Sinn, sozusagen in derartige Projekte auch zu investieren, wenn zum Beispiel eine hohe Rückkehroption herrscht? Und der Waldemar Vogelgesang hat mir das schöne Wort der internen Entwicklungshilfe geschenkt, was ich für ein wirklich schönes Bild halte. Wenn wir die Leute hier ausbilden, ist das eben dann eine Art von Entwicklungshilfe, wenn sie wieder zurückkehren. Das können wir durchaus tun. Ich glaube, dafür gibt es ja auch große Unterstützung. Das haben wir ja bei den Daten zur Bevölkerungseinstellung gesehen. Dieses Subsidiaritätsprinzip ist ja durchaus weit verbreitet und akzeptiert. Nun, wir werden morgen hoffentlich beginnen sozusagen mit der Feldphase. Ja, 1. Juni ist immer ein schöner Tag, auch wenn es dann der 7. wird, ist wahrscheinlich, aber wie auch immer. Die Fragebögen liegen in Deutsch, Englisch, Französisch, das schreibt sich anders als auf der Folie, Arabisch, Albanisch und Farsi vor. Und wenn Sie das mal sozusagen, ich habe Ihnen einfach mal ein paar der Bilder gezeigt, die haben ja Englisch, die haben ja Arabisch, das hier ist Albanisch, was man zumindest von weiter hinten höchstwahrscheinlich nicht lesen kann. Wir wollen die Feldphase möglichst rasch beenden. Juli ist mal das hehre Ziel, was wir hier haben. Aber selbstverständlich nehmen wir jeden Fragepunkt, den wir kriegen. Hoffen aber dann bis sozusagen Ende des Sommersemesters wirklich die ersten Daten zu haben. Ich finde Datenanalyse ja eines der schönsten Dinge, die man machen kann. Deswegen werden wir die auch relativ rasch dann beenden, sodass wir wirklich im September vielleicht hier dann auch inhaltliche Ergebnisse vorstellen können. Ich würde mich freuen, wenn wir das, wo immer es jemand hören will, auch vorstellen können. Ja, das wäre das, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für den anschaulichen, kurzweiligen Vortrag und für Ihre Aufklärungsarbeit, die Sie geleistet haben mit Blick auf die Gruppe der Flüchtlinge und auch mit Blick auf die Umsetzung und Entwicklung solcher Forschungsvorhaben. Was Sie berichtet haben, hat mich leider nicht überrascht. Das ist auch die bittere Wahrheit. Aber ich möchte gar nicht so lange sprechen und Ihnen gern das Wort geben. Ich bitte Sie um Fragen, Kommentare, auch Verständnisfragen eventuell und eröffne hiermit die Diskussion. Wir haben gesagt, das ist wegen den Zuhörern, aber letztlich ist es wegen meiner Schwerhörigkeit, dass du das Mikrofon kriegst. Okay. Ja, ich hätte auch mit meiner natürlichen Stimme da schon ein bisschen Abhilfe leisten können. Ein Kommentar und eine Frage. Der Kommentar ist eigentlich eher ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich habe mich vor Jahrenden beschäftigt mit einigen Projekten der VW-Stiftung über Deutschland nach 1945. Und die Art und Weise, wie du auch versucht hast, diese Gruppen zu charakterisieren, das war damals natürlich ein großes Thema. Wer irrte 1946 durch Deutschland? Da waren die Displaced Persons, also Kriegsgefangene oder
Zwangsarbeiter, die entweder nicht heim nach Hause wollten oder nach Hause wollten. Es waren Flüchtlinge, das waren damals Menschen, die aus der SBZ kamen, wie es damals hieß, die sowjetische Besatzungszone. Es waren Vertriebene aus Teilen Deutschlands, die Deutschland innerhalb der Grenze von 1937, und es waren Vertriebene von deutschen Siedlungsgebieten in Osteuropa. Also alle, die irrten da herum, und die amerikanische Besatzungsmacht insbesondere versuchte das mit ähnlichen Instrumenten natürlich einzufangen, wobei die Daten eigentlich damals von nur beschränktem Aussagewert waren, weil natürlich die Menschen andere, die hatten da einfach andere Sorgen. Aber die Frage zu den sozialen Netzwerken. Es sind ja nicht nur die Netzwerke, die die Menschen hier haben. Interessant ist ja auch die Frage, haben Sie noch das alte Netzwerk aus Ihrer Heimatregion? Denn man hört ja immer wieder, dass Gruppen hierher kommen, wo ein Clan investiert hat. Ja. In der natürlich in der Hoffnung auf ein Return on Investment. Zahlung. Ich meine, das ist natürlich, daran kann man, das wird man nicht erfragen können, aber man kann natürlich fragen, welche Beziehungen gibt es noch zum Heimatland? Ja. Ist das ein Thema? Dankenswerterweise kann ich das einfach bejahen. Das ist eingebettet worden. Ja, haben wir gemacht, weil das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch danke für den Hinweis natürlich mit der, wie soll ich sagen, Situation 1945. Das kam uns auch natürlich in den Sinn. Auch dort, allerdings muss man ja sehen, es gab 1945, das ist 48, glaube ich, in Weinheim eine Tagung, die erste Tagung des ADMs. 48. 48. Ne? Nein, du warst da nicht dabei, da warst du noch viel zu jung. Ja, da wurde ich gerade eingeschult. Ja, na, das junge Genie, wer weiß. Nein, bei der, vor allem durch die amerikanischen Besatzungstruppen damals, die empirische Sozialforschung gefördert wurde. Ne? Ist ja eine durchaus, auch wenn sie unterschiedliche auch deutsche, österreichische Wurzeln hat, eine amerikanische Erfindung, die haben das gestärkt, genau auch aus diesem aufklärerischen Aspekt heraus, dass man das wissen muss. Und das halte ich für eine ganz extreme Sache, was man bei dem Beispiel auch sieht, der verschiedenen Gruppen, die du genannt hast, ist dann natürlich aber auch die ganz, ganz lange Phase, die dieser Prozess von Assimilation, Akkulturation, Integration, da gibt es ja ganz unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen, die lange Dauer, die dieser Prozess denn eigentlich wirklich hat. Und die Vorstellung, dass man das möglichst rasch und schnell hinter sich bringen kann, halte ich für nicht realistisch. Man sieht das, wenn man, wie gesagt, in die Bundesrepublik nach 1945 guckt. Ich glaube, 1957, wenn ich nicht dunkel an meinen Schulunterricht entsinne, ist die Partei der Heimatvertriebenen und ich weiß nicht, nicht mehr im Bundestag gewesen, aber bis 1957 war sie im Bundestag, sogar relativ stark, wenn nicht sogar noch 4 Jahre länger. Heimatvertriebenen und Entrechteten. Ja, genau. Entrechtete kenne ich ja sonst eigentlich nur von Robin Hood, aber das ist vielleicht durchaus eine äquivalente Geschichte. Man muss einmal den Blick in die USA werfen, um zu sehen, wie lange diese Angleichungsprozesse unter Umständen dauern können, wo Leute eben nicht mehr mit ihren ethnischen Hintergründen thematisiert werden. Und ich habe über die Weihnachtspause dieses Buch von Ta-Nehisi, heißt der Autor, glaube ich, Beyond the World and Me, gelesen. Ein, finde ich, ein faszinierendes Buch, eine erschreckende Anklageschrift über den akuten Rassismus in den USA. Es ist ein farbiger Autor, der einen 160 Seiten langen Brief an seinen Sohn schreibt, der letztlich darin mündet, die wollen dich umbringen. Und das ist nicht irgendwie metaphorisch gemeint, sondern real.
ein Anpassungsprozess, der heute noch nicht geglückt ist. Ne? Insofern, solche Integrationsprozesse dauern. Und man sollte nicht glauben, dass das lange geht. Ich finde das aber auf der anderen Seite, um das mal dazu zu sagen, auch nicht schlimm, wenn man kulturelle Heterogenität hat. Auf einem gewissen Maß, nicht bei allem natürlich. Ne? Noch eine weitere Frage? Ja, vielen Dank, Johannes, für den spannenden Vortrag. Ich sehe auch viele Anschlussmöglichkeiten zu Dingen, die wir gerade in der Ethnologie machen, weil wir genau die Face-to-Face-Ebene in den nächsten Monaten mit Studierenden bearbeiten werden. Vielleicht können wir uns da einfach kurz schließen. Finde ich spannend. Konkrete Frage für mich jetzt als vorwiegend qualitativen Forscher bei diesen quantitativen Fragebögen. Die Grundgesamtheit, wenn du das nochmal sagst, ist quasi alle die, und jetzt wäre die Frage, wo ihr die Kohorte anfangen lasst und wo sie aufhört, also die gerade eingereist sind, bis zu denen, die schon die Anerkennung haben. Also wer wird alles mit einbezogen? Und konkret bei der Frage, weil es ja keine Face-to-Face-Befragung auch wird, auch die quantitative, ist eine Aussendung der Fragebogen oder eine Verteilung? Also ganz praktisch, wie macht ihr das mit der Verteilung? Und Herr Braun hat es schon gerade in einem anderen Zusammenhang gesagt, die haben unter Umständen ganz andere Probleme. Das wäre sozusagen das eine, wer füllt mit welcher Motivation und mit welcher Zielgenauigkeit oder Präzision diese Fragebögen tatsächlich aus, und diskutiert auch die Frage, was bewegt die, wenn sie die Fragebögen ausfüllen bei der Frage, ist das jetzt wieder was von einem Amt, das darüber entscheiden wird, wie unser Asylstatus ist oder nicht? Also wie wird da die Frage der Zielgenauigkeit der Antworten von euch versucht einzufangen? Ich sehe das ganze Problem und ich weiß, dass man nicht alles, auf alles Antworten haben kann, aber ihr beschäftigt euch sicher mit der Frage. Ja. Du hast in allem recht, kann ich da fast nur sagen. Das sind Probleme, ganz eindeutig. Vielleicht zur ersten Sache, wir verteilen die mit Hilfe der Sozialarbeiter, Betreuer, wie man die Leute auch nennen kann. Die helfen wohl auch, soweit es möglich ist, eventuell beim Ausfüllen, wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt. Das Problem der validen Ausfüllung, und das ist sozusagen das strategische Ausfüllen, das optimale Ankreuzen, um einen guten Status hier zu haben, gibt es, kann man nicht einfach vom Tisch wischen, das ist so. Andererseits sind das natürlich Menschen, die als Flüchtlinge hier geduldet sind, die müssen keinen Asylantrag genehmigt bekommen. Das geht ja gar nicht. Ne? Insofern muss das Problem nicht so groß sein. Es ist da, gebe ich eindeutig zu. Wir haben uns gegen Face-to-Face-Interviews eines solchen standardisierten Fragebogens natürlich ausgesprochen, weil das einfach unsere Ressourcen bei weitem übersteigen würde. Da müsste man ja wirklich die entsprechenden Fragen dann in Arabisch, Farsi und so weiter stellen. Oder was immer sozusagen die primäre Sprache ist, wenn die Leute natürlich nicht Deutsch können. Es hindert natürlich nicht, in diesen Institutionen mit den Leuten zu sprechen. Ja, und die Vorstellung ist durchaus auch, wir machen das ja auch zusammen mit den Studierenden in diesen Forschungspraktika, dass Einzelberichte dort mitgestaltet werden, mit erhoben werden sollen unter Umständen. Ja, sicher nicht in der Tiefe, das ist einfach auch eine Zeitfrage, wie man das macht. Gibt es ja aber, wie soll ich sagen, lasst viele Blumen blühen in dem Zusammenhang, lasst viele dieser Forschungsprojekte, wir haben ja Gott sei Dank diese zwei, die da auch mit einer unterschiedlichen Perspektive rangehen, vermute ich mal. Ja. Wenn man heute, glaube ich, in die AFA geht, hat man da natürlich dann auch ein anderes Klientel. Wieder, das sind ja eher die, die sozusagen nicht in die Gemeinden weitergegeben worden sind. Und dann genau, also nicht in die Landkreise und von dort in die Gemeinden. Das ist genau unsere Grundgesamtheit, die diesen ersten Schritt genommen haben. Ab November, ich müsste nachgucken, ich kann es nicht auswendig sagen, ich glaube aber, ab November 2015 hat man das Asylgesetz geändert und dementsprechend auch diese Regelungen, sodass Menschen, die erwartbar
nicht diesen Flüchtlingsstatus haben, gar nicht in die Gemeinden gekommen sind. Das heißt andererseits dann aber wiederum, dass wir hier so einen Aschenputteleffekt haben, dass die sich natürlich vermehrt in den AFAS ballen, ne? Mit den entsprechenden Konsequenzen und Problematiken, die man dann vielleicht auch beobachten kann. Ne? Wir waren heute Morgen aus anderen Gründen bei der Polizei, da gibt es dann natürlich auch entsprechende Schwerpunkte etc. Ja, und wenn ihr da, ihr werdet schon dort gewesen sein, werdet das ja dann auch sehen, dass das nicht, ja, nicht einfach ist. Und die AFAS sind auch kein Vorwurf gegen die Menschen, die das sozusagen betreiben. Das war ja alles in einer extremen Notsituation. Aber als wir letzten, ich glaube, November dort in der AFA waren, das waren erschreckende Zustände. Ne? Einfach weil das 100 Jahre alte Gebäude sind, mit wirklich nur extrem schwer in Gang zu setzenden sanitären Einrichtungen etc. pp. Ne? Die auch jahrelang stillstanden und deswegen einfach wirklich, na, wie soll ich sagen, grenzwertige Zustände letztlich eigentlich darstellen. Ne? Ja, ebenfalls herzlichen Dank. Mir ist der starke Geschlechtereffekt aufgefallen, der ja deutlich wurde im Kontrast mit den Zahlen, dass vor allem die jungen, männlichen und leistungsstarken gehen. Das wäre ja ein Befund, den wir ganz gut auch theoretisch erklären können, so mit Albert Hirschman. Es gehen diejenigen, die eben Optionen sehen. Jetzt frage ich mal mir viel spontan auf, dass es vor allem Mazedonien und Serbien war, in denen vor allem Frauen gingen. Würde es nicht Sinn machen, nicht nur auf einer Beschreibungsebene zu fragen, wer geht, sondern auch zu fragen, warum gehen Einzelne und vielleicht bei Frauen spezifischer nochmal nachzuhören, welche Problemlagen waren es, auch die Frauen veranlassen, dann ihre Heimatländer zu verlassen. Das scheint mir eine andere Motivstruktur vielleicht zu sein, als bei den leistungsstarken jungen Männern. Eindeutig, also ja, Fluchtursachen, auch Fluchtwege beispielsweise zu beschreiben, ne, sind super spannende Fragestellungen, aber ich weiß nicht, Michael, hast du es gesagt, du Hans, man kann nicht immer alles machen, und das ist nicht in so einer Befragung. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Bildern, die wir gesehen haben, aus Serbien kommen 0,8% der Asylanträge, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschlagen. Das sind bei 480.000 oder die, wie viele immer in dieser Stichprobe waren, ich glaube so ungefähr, sind da 0,8% ganz schön viele. Aber da können solche Dinge einfach auch verwischen, muss man dazu sagen. Was mir an den Daten des BAMFs auch nicht ganz klar ist, ist die Frage, wer dann den Asylantrag stellt, für sich, für die Familie und wie weit das da wiedergespiegelt ist. Mit einem Grund, sich die Leute anzugucken und auch genau zu erfragen, wer ist das hier eigentlich? Und genau mit der Idee, haben die denn die Familie hier? Wollen die die nachkommen lassen? Sind die vielleicht schon da? Sind die vielleicht in der Zwischenzeit da? Wir wissen das nicht. Ne? Aber vollkommen richtig. Aber es ist eine andere Fragestellung, sich das anzuschauen. Auch Fluchtwege genauer zu betrachten. Ich meine, man muss die politische Situation der letzten 2, 3, 4 Tage sich anschauen. Da werden wieder Dinge passieren. Das halte ich für relativ wahrscheinlich. Und zwar, wie soll ich sagen, was Fluchtbewegungen anbetrifft, ne? Wie natürlich auch neue Fluchtwege. Am Wochenende sind wieder ja Hunderte, wenn nicht gar Tausende Leute im Mittelmeer ertrunken, die jetzt einfach die eine Zeit lang sozusagen ganz außen vor waren als Fluchtroute. Ne? Hier war noch eine Frage. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, ich habe das richtig verstanden, dass es sich explizit auf den Landkreis Trier-Saarburg betrifft. Das heißt, es werden jetzt nicht erfasst die Asyl- oder diejenigen, die in der Stadt Trier ja inzwischen auch, ich glaube aktuell 1200 irgendwas, es sind ja jetzt auch inzwischen in Trier. Das geht nur um den einen Landkreis. Ist es geplant, dass möglicherweise auch
sozusagen auf die Stadt Trier oder zum Beispiel jetzt den Landkreis Bitburg-Prüm, die ja auch sozusagen in einem gewissen Einzugsbereich auch zum Beispiel der Universität liegen, wo es für uns natürlich auch interessant ist zu wissen, wie ist jetzt die Bildungsstruktur, mit welchen Interessenten zum Beispiel auch für studienvorbereitende Kurse oder auch dann Studienangebote der Uni können wir eigentlich rechnen? Das würden wir liebend gern machen. Es gibt zwei Probleme. Das erste ist der Zugang und die Kooperationsbereitschaft. Wir haben zum Landkreis Trier-Saarburg sehr guten Kontakt zum Sozialdezernenten. Herrn Christmann, kann man ja mal sagen, der das auch sehr, sehr stark unterstützt, auch mit Manpower im Hintergrund und einfach die Daten dann auch entsprechend zur Verfügung stellt, die Adressen zur Verfügung stellt. Das Ganze auch ja moralisch unterstützt, wenn ich das mal sagen darf. Insofern, das haben wir hier in Trier nicht. Ne? Haben wir nicht die Kontakte dementsprechend. Anfragen waren immer sehr, sehr mühsam, sehr, sehr lange und nicht immer positiv. Das ist der eine Aspekt. Ich sag mal so, wenn man sich natürlich genügend bemüht, Sie haben vollkommen recht, gerade für die Uni wäre natürlich das ein ganz wichtiger Aspekt, wenn hier sozusagen 500 Bildungswillige und auch dementsprechend Ausgebildete eigentlich mit entsprechenden Examina junge Menschen, meistens Männer hier wären, die unter Umständen ein Hochschulstudium hier ergreifen würden. Ja, dann braucht man aber natürlich, und das kommt noch dazu, entsprechende Ressourcen, das durchzuführen und zu erheben. Ich habe Ihnen vorhin kurz geschildert, ich fand das an manchen Stellen tief frustrierend. Wir saßen als Arbeitsgruppe häufig abends bei uns da im Büro rum und dachten, was für ein Mist. Mal aufpassen, dass man das hier ins Internet überträgt, aber trotzdem. Das darf nicht wahr sein, dass es für solche Fragen nicht irgendwie so derartige minimalen Summen man letztlich nicht zur Verfügung stellen kann. Wäre sehr wünschenswert, ne? Ist auch natürlich, das muss man aber sagen, jederzeit jetzt ergänzbar und übertragbar. Ich meine, was Geld gekostet hat, aber auch letztlich nicht so wahnsinnig viel, ist die Entwicklung des Fragebogens de facto nicht. Das hat Arbeitszeit gekostet und die Uni Geld indirekterweise. Na, aber in Lehrforschungsprojekten darf man ja auch arbeiten. Und andererseits die Übersetzung, aber da bewegen wir uns im noch nicht mal für eine Übersetzung eines derartigen Fragebogens, auch da sei den Übersetzern gedankt, nicht mal im vierstelligen Bereich für einen Fragebogen, der doch 30 Seiten, glaube ich, wenn ich richtig weiß, hat und sehr teilweise sehr kleinteilig fragt. Im Nachhinein haben wir dann häufig mal festgestellt, eventuell fragen wir auch zu kleinteilig, ne? Weil wir nämlich natürlich genau das, was hier angesprochen wurde, das wäre doch noch interessant und das wäre ein spannendes Thema, wir uns natürlich auch dachten. Und dann sagen wir, hey, wir können ja nicht noch fragen, habt ihr denn die Berufsausbildung? Und auch was? Ja, Handwerker. Ja, aber es ist ja interessant, was für ein Handwerk der gelernt hat. Die Menschen, die die Fragebögen übersetzt haben, haben uns teilweise verflucht. Also, wie kleinteilig wir das wissen wollten. Weil, auch wenn die Muttersprache ist, sind es ihnen dann doch häufiger schwer fiel, das zu wissen. Ich habe noch eine zweite Frage, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht und auch offenbart, dass ich nicht aus der Soziologie komme. Als das ist nicht prinzipiell interessierter Bürger oder auch Mitarbeiterin der Uni, die mit dem Thema viel zu tun hat, wird natürlich auch interessieren, sozusagen, was wird in einem gewissen Längsschnitt aus den Leuten, die Sie jetzt einmal interviewt haben. Also, dass man natürlich nicht eine Grundgesamtheit von 1400 in einem Panel begleiten kann, ist mir schon klar. Aber das wäre auch eine Frage, ob das auch etwas ist, wo es Planungen gibt und ob Sie da auch in dem Bereich tätig sind oder werden wollen. Ich muss sagen, danke, dass Sie fragen. Das habe ich schlicht und einfach vergessen zu erwähnen. Das ist unser Vorhaben. Das wollen wir. Ich habe meine beiden Mitarbeiter haben sich totgelacht, ob es meiner politischen Unkorrektheit und Unsensibilität, als ich meinte, ja, wir wollen die Flüchtlinge verfolgen. So heißt das halt im amtlichen Soziologendeutsch häufiger. Nein, wir wollen die weiter befragen, schauen, was wird aus denen. Wir hatten kurzfristig mal angedacht, das wird aber natürlich schwer, eventuell auch als
ja, Verbindungsmechanismen. Wenn wir wissen, wir haben hier Leute, die eine gewisse Ausbildung haben und Dinge können, und dann, wenn wir mit der Handwerkskammer, mit der wir ja in anderen Bereichen auch kooperieren, dann wissen, wir suchen hier jemanden, eventuell da die Verbindung herzustellen. Aber einfach auch, was passiert mit denen im Lauf der Zeit? Das werden wir sicher nicht mit allen 1400, wie Sie ganz zu Recht sagen, machen können. Aber die Idee ist schon, das so zu betreiben. Okay, vielen Dank. Wenn es jetzt keine direkte weitere Nachfrage gibt, würde ich gern den Zuhörerinnen und Zuhörern an den Bildschirm die Gelegenheit geben. Sind da Fragen eingetroffen? Komme ich mal zu Ihnen. Im Chat nicht und per E-Mail auch nicht. Im Chat nicht und per E-Mail auch nicht. Aber hier gibt es. Dürfen Sie, glaube ich, auch stellen, ohne Sie zu. Sie müssen nicht tippen. Danke. Ja, ich habe eine eher praktisch orientierte Frage. Sie hatten ja über wahrgenommene Fluchtursachen gesprochen, also von der deutschen Bevölkerung wahrgenommene Fluchtursachen. Und dann haben Sie auch ein bisschen in Richtung Integrationsprozesse gesprochen. Und ich frage mich halt, ob bei so einer Umfrage es eventuell auch die Möglichkeit gäbe, die Flüchtlinge selber umgekehrt mal zu befragen über die Wahrnehmung der Hilfsangebote. Weil das war ja auch ein Aspekt, den Sie genannt hatten. Was ist die Bevölkerung bereit, sozusagen selber sich dazu einzubringen in diesem ganzen Kontext? Und das, was ich mich immer so ein bisschen frage, wenn es zum Beispiel in irgendeinem Ort ein Café Welcome gibt, wo Kleiderspenden gesammelt werden und wo es Kontaktmöglichkeit einfach gibt, wie wird das von Seite der Flüchtlinge wahrgenommen? Trifft das überhaupt gewisse Bedarfsaspekte bei denen oder ist das vielleicht eine Veranstaltung, wo man sich eigentlich eher grundsätzlich unwohl fühlt oder gar nicht so richtig weiß, was man da mit Integration machen soll, sozusagen? Ja, ich wiederhole mich in meinen Antworten, wenn ich sage, dass auch Sie recht haben, aber es ist einfach so. Das ist Teil dieses letzten Aspektes, Zufriedenheit mit hier den Leuten. Wir fragen auch nach der Zusammensetzung des Freundeskreises, also auch, ob da Deutsche unter den Freunden und Bekannten hier sind. Wir haben gesehen, dass auf der einen Seite natürlich ganz, ganz wenig Leute Kontakt zu Flüchtlingen haben. Aber wir haben natürlich auch, das darf man ja einfach nicht vergessen, ne, wir reden hier natürlich von einer großen Gruppe, ne, aber wir haben 80, wissen Sie, wenn einer jetzt hier aus dem Hörsaal, das ist das Beispiel, ne, einer aus dem Hörsaal rausgeht und dann kommt noch einer dazu, das verändert ja nicht viel. Ne? Wenn ein paar von den 80 Millionen Kontakt zu denen haben, dann könnten das durchaus schon so sein, dass da die entsprechenden Netzwerke auftauchen. Ne? Das wissen wir aber nicht. Was man aus anderer Migrationsforschung weiß, ist, dass aber eigentlich Netzwerke bei Arbeitsmigranten in aller Regel relativ homogen waren. Ne? Also entweder eigen- oder fremdkulturell. Das hat auch viel mit Identifikation zu tun. Es gibt ganz viele Studien über damals noch jugoslawische und türkische Arbeitsmigranten. Und der überwiegende Anteil hatte dann eben entsprechend entweder rein türkisch, jugoslawische oder dann eben rein deutsche Freundeskreise. Ne? Und Zufriedenheiten für diese Hilfsangebote sind natürlich wichtig. Ne? Es ist ja auch viel bei aller Hilfsbereitschaft, wenn wir mit Leuten vom Deutschen Roten Kreuz sprechen, die sagen, naja, manchmal erinnert es sich auch so ein ganz klein bisschen an Sperrmüll, ne? Wo die Leute sozusagen alles, was sie nicht mehr zu Hause brauchen konnten, abgegeben haben. Jetzt will ich den Leuten da keinen bösen Willen unterstellen, sondern eher guten Willen, dachten, vielleicht kann es ja noch jemand brauchen. Die hat nicht immer die Bedarfe der Leute getroffen. Aber ich sage mal, den guten Willen anzuerkennen, und der ist ja da. Ne? Also das wollte ich am Anfang, jetzt haben die Kamera umgestellt, kann ich hier mal, am Anfang versucht darzustellen, dass wir eigentlich eine sehr zwiespältige Situation haben. Auf der einen Seite eine große Vorstellung, dass man politisch was ändern muss am Asylrecht, also Verschärfung des Asylrechts, Befürchtungen von Überfremdung und ähnlichen Dingen, die sich, wie gesagt, ja auch politisch niederschlagen. Auf der anderen Seite aber, nicht nur in München am Hauptbahnhof oder in den Kleiderkammern und nicht nur im September, Oktober, November, sondern bis heute eine relativ große Hilfsbereitschaft und auch eine moralische Verpflichtungsgefühl, diesen Migranten, diesen Asylbewerbern und Flüchtlingen zu helfen und sie zu unterstützen. Das gibt es eben beides. Das ist so.
Vielen Dank, Herr Kopp. Ich möchte mich nochmals bei Ihnen recht herzlich bedanken. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Ihnen und Ihren Mitarbeitern bei dem anstehenden Projekt, dass es pünktlich oder nur mit leichter Verzögerung beginnt. Und auch viel Erfolg. Und Sie werden es sicher zu Ende führen und auch viel Erfolg bei der sogenannten Verfolgung. Um jetzt nicht sagen sollen, ich habe es gewusst. Soziologisch zu sprechen. Und bei Ihnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.